So Leute, herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest 7. Ich weiß nicht gerade, was mich beim letzten Mal geritten hat. War es die Kamera oder einfach weil ich blöd war? Denn hier sind ja noch Türen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in diese Tür gegangen bin. Aber der hier erzählt uns noch irgendetwas. Ihr habt die Aufregung gerade verpasst. Ein wütender aussehender älterer Herr ist vorbeigestapft und durch die Tür des Dorfs gegenübergegangen. Ich muss sagen, er kam mir seltsam vertraut vor, aber ich weiß nicht, woher ich ihn kenne. Okay, dann gehen wir doch einmal auf die andere Seite des Schlosses, wo sich der alte Herr denn herumtreibt. Warum bin ich nie da reingegangen? Hallo, schaut euch diesen kleinen Prachtstück an. Eine alte Karte, die ich in einer staubigen Ecke unter den Lagerräumen des Schlosses gefunden habe. Es sind allerhand andere Inseln drauf, eingezeichnet und sogar ganze Kontinente. Ich dachte immer, das hat sich bestimmt irgendein Verrückter ausgedacht. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Seit diese neue Insel aufgetaucht ist, sehe ich die Karte mit anderen Augen. Ich kann aber nicht sagen, ob sie auch wirklich präzise ist. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, welche Form die neue Insel hat. Ja, ich schon, ich war da. Ja, zweimal schon. Und du noch gar nie. Besser gesagt, das ganze Königreich war noch nie mal da. Aber egal. Wir sind halt Einzelgänger. Oh, krasser Klauser, der ist hier unten. Ich sage es jetzt zum letzten Mal. Lass mich durch, du Riesentrottel, sonst bereust du es. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich lasse euch nicht durch. You should not pass. Erst recht nicht, wenn ihr so unverschämt werdet. Okay, der hat irgendwie so ein Problem. Gott, dieser Holzkopf will einfach nicht hören, hä? Huh? Ah, hä? Huh? Na, wenn das nicht meine jungen Freunde sind, ihr kommt mir gerade recht. Ich bin's, der alte Mann, der auf der Klippe lebt. Der gütige und weise alte Klausner, erinnert ihr euch? Wie dem auch sei, ich will einen alten Freund besuchen, aber dieser Tölpel hier lässt mich nicht vorbei. Dürfte ich euch bitten, mit unserem dickschädligen Freund zu sprechen? Okay, wir haben einen Prinzen dabei. Lass den Prinzen, passieren. Oh, eure Hoheit, was bin ich froh, euch zu sehen. Der Alte hier behauptet, euer Freund zu sein. Das kann nicht stimmen, oder? Nun, es ist eine lange Geschichte, aber im Grunde genommen ist es wahr. Ja, er ist mein Freund. Der war lieb. Könntest du ihn vorbeilassen? Er macht wahrscheinlich keinen Ärger. Wahrscheinlich? Oh Gott, dann würde ich lieber draußen lassen. Natürlich, eure Hoheit. Ich meine, ich weiß ja nicht so recht, aber ein direkter Befehl werde ich bestimmt nicht verweigern. Na gut, alter Mann, ich öffne die Türe. Und wir können passieren. Danke. Bitte einzutreten. Vielen Dank, du Dummkopf. Oh, da ist er gegangen. Ist das... echt jetzt? Moment mal. Kamera, das will ich jetzt testen. Okay, hier ist wirklich eine Treppe. Aber sie sieht ein bisschen komisch aus. Also von dem Winkel, als wir vorhin hier reingekommen sind. Man hat die Treppe nicht gesehen, man ist einfach nur runtergeplumpst. Da ist ein Schiff. Da ist ein Boot. Ein kleines Boot. Hallo, was habt ihr vor? Revolution? Da bist du ja, du übellauniger alter Knacker. Es überrascht mich ehrlich gesagt, dass du den Löffel noch nicht abgegeben hast. Nennst du hier einen alten Knacker, du Tatterkreis? Ich dachte, die hätte längst die Würmer gefressen. Klingt, als sei nicht alles Leben aus dir gewichen. Was willst du denn? Du bist doch bestimmt nicht zum Plaudern hier. Frag mich nur nicht, ob ich dir beim Umzug helfen will. Ach, es hat mir solchen Spaß gemacht, dich zu hänseln, dass ich den Grund für meinen Besuch fast vergessen hätte. Die Sache ist die. Ist das dein Ernst? Nein, das kann ich nicht glauben. Das ist doch alles völliger Unsinn, ganz bestimmt. Nun, es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob es wahr ist oder nicht. Gib es mir zurück, dann werden wir es... Gib mir es zurück, dann werden wir es bald wissen. Los, her damit! Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das vorhin schon der alte Klausner war. Aber ja... Hallo, ich will mit euch reden, danke. Ihr seid mir also hier runtergefolgt, wie... Das verhutzelte Alterchen, da ist ein Freund von mir.
Na, was heißt Freund? Egal, ich wollte nur kurz Hallo sagen, wie ich doch schon mal in der Gegend war, wenn ich schon in der Gegend war. Hey, oh mein Gott, ich hasse die Programmierung dieses Spiels. Ich klicke nach oben und der Text geht weiter. Was soll das? Ich schätze mal, ich könnte noch R oder L klicken und dann würde es auch weitergehen. Du hast ihn aufgefordert, dir etwas zu geben? Warum ging es dabei? Ja, es geht weiter mit R. Oh, hat dir niemand beigebracht, dass es sich nicht gehört, andere Leute zu belauschen? Und mit L geht's auch weiter. Nun, es ist wohl zu spät, schätze ich. Denn dumm zu spielen ist eine von vielen Umgangsformen, die ich nie perfektioniert habe. Aber bevor ich euch erzähle, was vor sich geht, müsst ihr mir eine Frage beantworten. Wisst ihr irgendetwas über diese neue Insel, die aufgetaucht ist? Nun, um ehrlich zu sein, wissen wir noch nicht besonders viel darüber. Was wir wissen, ist Folgendes. Und er erzählt die ganze Geschichte. Prinz Gizmo erzählt Klaas alles über die Reise vom Schrein in eine andere Welt. Genau, in die Vergangenheit, ne? Hast du deinen Jungen zugehört? Oh, das habe ich wohl. Na gut, ich möchte, dass ihr mir jetzt genau zuhört. Wenn es stimmt, was du gerade erzählt hast, dann befindet sich in diesem Schloss etwas, was du dringend brauchst. Tatsächlich spreche ich vom selben Gegenstand, um den ich vorhin meinen Freund dort gebeten habe. Ich habe schon überall danach gesucht. Ich dachte, das würde diesen alten Schuft ähnlich sehen, ihn hier unten zu verstecken, wo man ihn nur mit einem Floß erreichen könnte. Wie dem auch sei, bringt ihn mir zurück und ich... alles Weitere besprechen wir, wenn es soweit ist. Ich werde euch vorerst nicht sagen, worum es handelt. Betrachtet es einfach als kleine Prüfung. Wenn ihr den Gegenstand findet und mir bringt, dann soll mir das Beweis genug dafür sein, dass wir dieselbe Sprache sprechen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann mal los, steigt auf das Floß und bringt mir, was ich suche. Wenn ihr es findet, gehört es euch. Wir steigen auf ein Boot. Irgendwie komme ich nicht auf ein Boot. Ich frage mich, was das für ein Gegenstand sein könnte, nach dem Klaas sucht. Hoffentlich ist es was Nützliches. Ein Haarkamm? Na gut. Ich hätte wissen müssen, dass dieser Tag kommen würde. Und wenn ihr so versessen darauf seid, nasse Füße zu bekommen, könnt ihr mein verflixtes Floß haben. Oh, danke. Wie großzügig von dir. Du bist der alte Herr des herrenlosen Reiches. Und, oh yeah. Cool, das erinnert mich irgendwie von Jinju Jun von Dragon Ball von Son Goku. Die war cool. Ich habe sie geliebt, doch sie ist nicht mehr da. Okay, irgendwo hier sollte so ein Fragment sein. Ich gehe jetzt mal hier nach unten, weil ich eher denke, dass es oben ist. Aber vielleicht ist irgendetwas noch versteckt hier unten. Und es könnte auch sein, dass man irgendwie eine Flasche bekommt, wo man dann Feen reinstecken kann. Oh. Okay, ich habe den Weg gefunden, der zu diesem komischen Kauz hier führt. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Gut, okay, wir sind einmal rundherum gesurft. Nein. Und deswegen gehen wir hier an Land da unten. Und schätze mal, wir müssen hier nach unten ab. Nein. Wir sind rundherum gefahren. Seid ihr mit diesem Floß gekommen? Ja. Habt ihr ein Glück? Der elende alte Couch leitet es nicht oft her. Leitet es nicht sehr oft hierher, oder was? Hallo, kleiner Freund da oben. Okay. Was zum... Oh, Spyro. Ich kann ihn nicht leiden. Okay, wir sind im Knast. Das Teil sollte im Knast sein? Die Tür ist fest verschlossen. Okay, ich schätze mal, ich muss mit ihm reden. Wer seid ihr? Ich dachte, es wäre Zeit für meine tägliche Portion Haferschleim. Jetzt habe ich mich umsonst gefreut. Ist es zu fassen, dass ich eingekerkert wurde, weil ich ein paar Töpfe und Pfannen habe mitgehen lassen? Dabei hatte ich so große Träume, all die Dinge, die ich stehlen wollte. Juwelen, Kronen, Zepter, Kunstwerke, alles Mögliche. Und dann haben sie mich wegen diesem doofen Kochgeschirr verknackt. Ey! Oh, come on! Ey, wo geht's denn hier weiter? Wer seid ihr? Ich dachte, es ist Zeit für meine Portion Haferschleim. Bla 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 bla.
Sie wollen auch nichts reden. Okay. Warum? Geht's hier nicht weiter? Okay, da auch nicht. Hä? Hore? Was mit dir? Seid ihr mit dem Floß gekommen? Ja, hab ich einen Glück. Okay, wir haben den Knast gefunden. Nein. Okay, wir haben den Knast gefunden, aber steckt schon wieder. Nicht in der Patsche? Ja. Wir sind durch die. Die Kamera ist bescheuert. Ich kann sie nicht leiden. Und hier müssen wir runter. Da sind wir wieder weiter unter dem Kerker. Oh, da ist es da schon. Zack, bumm, die Vase muss weg. Oh, ein Flinkheitssamen. Sehr schön. Gefällt mir. Was hat... Nimm auf, Ted sucht den Boden ab. Und so ein Glück, ein rotes Fragment. Und Ted steckt das rote Fragment in den Beutetasche. Er hält das rote Fragment. Okay. Oh ja, das war's schon hier. Komisch. Hätte gedacht, das geht noch ein bisschen weiter, aber... Nö. Sieht nicht so aus. Außer im Schloss, da gibt's noch 1-2 Treppen, die ich noch nie gefunden habe, die zu, erkundigen? Sag ich mal so. Ein Wunder, dass der... dass der Typ nicht mit meinem Floß weggefahren ist. Das wäre kacke gewesen. Aber er ist ganz lieb zu mir. Und ich hab mich gelassen. Schaut er mir nach? Nee. Das sieht so aus, weil die Kamera hier irgendwie so ein bisschen gedreht hat. Hätte ich gedacht, oh, cool. Da schaut mir nach. Er hat mich gesehen. Das ist schlecht. Hallo, ich bin back. Na, was los? Ja, ich wusste es, ich wusste es. Ich habe diese Steintafel entdeckt, als ich etwas in eurem Alter war. Ob ihr es glaubt oder nicht, der damalige König, der Großvater von Prinz Gizma, hat sie leider beschlagnahmt. Aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Der alte Wichtigtor. Aber das ist alles Schnee von gestern. Ich hatte versprochen, dass ihr behalten könnt, was ihr findet, wenn es nur ist, was ich suche. Und so soll es auch sein. Wenn es stimmt, was ihr uns über diesen Schrein erzählt habt, kann man damit vielleicht auf eine andere Insel gelangen. Betrachtet dieses Fragment als Investition in die Zukunft aller Abenteurer weltweit. Schließlich ist es doch so, wenn es auf eine andere Insel führt, kann auch niemand aufhalten und andere furchtlosen Entdecker auch nicht. Macht euch nur keine Sorgen darum, was hier passiert. Ich denke mir etwas aus, um euch den König vom Hals zu halten. Los, macht, dass ihr vorkommt und seid vorsichtig. Okay. Ich schätze mal, wir müssen wieder zurück zum Schrein, außer das Gespräch ist langsam, aber sicher mal vorbei. Das wäre vielleicht doch mal toll, den König zu sehen oder sonst irgendwas anderes als sonst. Aber ich habe das Gefühl, da passiert gar nichts. Okay, Moment, wir können hier rein. Und da muss ich nicht schluss... Mist! Verdammt! Kaka! Ich hab's von euch. Ich hätte gedacht, ich komme da rein. Aber nö, bin ich nicht. Okay, gehen wir mal da rein. Okay, da ist gar nichts. Stimmt. Warum da? Warum macht man das? Künstliche Spielverlängerung. Es geht sonst schon sehr lange. Dieses Projekt wird ein längeres Projekt sein, so wie bei Tales of Reihe. Ein äußerst wichtiges Projekt ist im Gange. Ich möchte euch höflich bitten, Abstand zu halten. Okay. Dann gehen wir. Hat die Gruppe... Unterhalten die sich immer noch darüber, was sie wegen der neuen Insel unternehmen sollen? Warum hören sie nicht einfach auf zu labern und ziegeln hin? Erwachsene müssen immer erst ewig über alles diskutieren. Das sind solche Schwätzer. Oh Gott. Nein. Nein. Mir kommt Maribel immer noch sehr, 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 sehr... unsympathisch durch. Oder was? Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst es. Okay, so, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zum Tempel. Ich finde das voll cool. Solange ich nicht im Kerker stecke oder Maribel nicht im Sarg steckt, rennt sie wie ein Ninja.
Sie hat wohl bei Naruto mitgemacht. Oh, ich bin so schnell wie der Wind. Ja. So, wir sind im Tempel der Mysterien angekommen und hier sollte es weitergehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir nun alle Fragmente schon haben. Wir haben einige gefunden, das muss ich schon mal sagen. Aber ob es ausreicht, hier irgendwie weiterzukommen, ich schätze, ich glaube, es fehlt uns eins. Und zwar ein rotes. Willkommen in der Kammer der Fügung, wo alle Gebiete der Welt repräsentiert und verwaltet werden. Was können wir heute für euch tun? Die Säule auswählen. Schauen, ihr möchtet euch die mysteriöse Säule als näher ansehen. Ausgezeichnet, welche dürfte es heute denn sein? Nicht dabei im Gepäck. Gut, wir nehmen die grüne. Ja, ich entscheide mich für die grüne Säule. Danke. Oh, da sind sogar noch Fragmente drin. Die sind aber nicht von mir. Ach so, das sind Inseln, die hier angezeigt werden. Die sind mir erst jetzt aufgefallen. Dann schalten wir diese Insel nun frei. So. Da fehlen uns noch zwei Fragmente. Und ich glaube, wir haben keins mehr. Nicht dabei. Okay, wir haben noch rote Säule. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, wir haben drei Stück. Ich glaube, ich nehme mal das links oben. Sieht mir aber nicht danach aus. Aber der hier, der könnte da rein. Dann ist er verkehrt. Ja. Man kann sogar... Okay. It's puzzle time. So, du kommst dahin. Und das letzte Teil. Jawohl, wir haben eine neue Insel. Das heißt, wir können beim nächsten Mal so richtig die Sau rauslassen. Aber da gibt es enormst viele Inseln, die wir besuchen sollen oder müssen. Nein, nicht der Hut. Und nun bricht ein Vulkan aus, oder was? Warum hat sie ihn im Vulkan geschmissen? Der brennt über. Oh, Blähungen. Boom. Okay, sie sind tot. Die müssen tot sein. Ich habe das Gefühl, sie kommen wieder. Oh. Achso. Ich hätte gedacht, ich hätte einen Teleporter freigeschaltet, aber nein, das ist nur der Weg dahin, wo ich eigentlich hin will. Hast du das gesehen, Zert? Was um alles in der Welt war das? Du hast es doch auch gesehen, oder? Dort in der Ferne liegt ein Vulkan, aber er ist nicht aktiv. Ganz im Gegensatz zu dem, den wir gerade gesehen haben. Was geht dir nur vor? Sind wir denn jetzt schon auf der anderen Insel? Wie sieht der aus? Haben wir da gerade die Zukunft gesehen? Was meint ihr? Nein. Hier rumzustehen und uns den Kopf zu zerbrechen, bringt uns auch nicht weiter. Warum sehen wir uns nicht ein wenig um und versuchen jemanden zu finden, der uns weiterhelfen kann? Guter Plan. Bin stolz auf dich, Gizmo. Also, what the... Komm her. Okay, it's a new monster and Rizillas. Die Rizillas. Kangaroos mit Säbel? Macheten? Machete? Tut mir leid. Aber wir kämpfen gegen sie. Sie haben keine Chance gegen uns. Wir greifen nochmal an. Ich hoffe, Maribel stirbt mir nicht schon wieder weg. Da gehen wir aber mal in die Offensive und brennen die zweimal nieder. Und mit ihm auch nochmal in die Offensive. Rizilla! Bums! 13 Damage. Und zwei. Okay, gut. Sie haben weniger als 22. Sie haben 22 Lebenspunkte oder weniger. 12 Schaden! Lass das! Nein! Hört auf! Please! Ansonsten stirbt sie schon wieder. Und das will ich nicht haben. Das hab ich nicht gern. So, du gehst mal auf diese Resource. Bums!
Was der Lipp noch, Schweinerei? Hör auf! Mann! Ja, geh lieber weg! Scheiß Vieh! Ach Mensch, ich muss mich heilen. Moment, wie ging das nochmal? Magie! Magie, Zerz, Heilung für Maribel. Yay! 36 Lebenspunkte, das ist mal gar nichts. So, ich würde aber sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und zwar auf der neuen Insel mit ein paar neuen Monstern. Die sind jetzt gerade noch, nicht neu. Die sind immer noch wie vorhin. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier uns auf den Weg in Richtung Vulkan auf der neuen Insel, die wir gerade freigeschaltet haben. Und ich hoffe mal, wir kommen hier gut durch. Denn ich habe irgendwie langsam aber sicher das Gefühl, dass ich ein bisschen unterlevelt bin. Und ja, ich hoffe mal, dass das sich gerade allzu lange anhält. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.